So, meine Damen und Herren, komme ich durch mit meiner Tonlage? Als kurz nach seiner Übernahme des Direktorats vom Institut für Sozialforschung, Herr Honneth, sein Konzept zum Projekt Normative Paradoxien vorstellte, war ich eigentlich einer der Bedenkenträger. Es gibt ja im Leben allzu viele Vorgänge und Ereignisse, die wieder anfängliche Erwartung eingetreten sind. Das Leben besteht ja nicht nur aus Warte und Hoffnung, sondern aus Enttäuschungen. Also nichts Besonderes, dachte ich mir. Außerdem ist Paradoxie ein Begriff aus der antiken Logik bzw. Sophisterei. Ein bekanntes Beispiel ist die Paradoxie vom Zenon von Erea über den Wettlauf von Achilles und Schildkröte. Eine Besserwisserei, mit der der Opa seine Enkelkinder blendet. Ob sich so ein Begriff ergebnisträchtig auf soziale und kulturelle Vorgänge übertragen ließe, das ist mehr als zweifelhaft, dachte ich mir. Inzwischen ist ein Großteil der Zweifelspunkte beseitigt worden. Die Ergebnisse der Projekte, von denen einige heute vorgestellt wird, sind überzeugend. Trotzdem, ich würde heute statt Zweifel und Bedenken auf wichtige Aspekte kurz hinweisen, mit denen dieses Projekt bei dessen eventueller weiterer Entwicklung noch konfrontiert sein könnte. Natürlich kann man die Übertragung dieses Begriffs, Paradoxie, aus der antiken Logik auf den Wandel von Lebensstilen und Formen durchaus vornehmen. Von der Paradoxie kann nämlich dann die Rede sein, wenn etwas, was erwartungsgemäß eintreten sollte, doch nicht eintritt, sondern das hervorkommt, was dem Erwarteten zuwiderläuft. In der logischen, ja scheinlogischen Erwartung, so die Schildkröte, auch wenn sich ihr Vorsprung immer weiter verringert, doch gewinnen, weil sie sich auch stets vorwärts bewegt. Dann passiert das, was dem Erwarteten zuwiderläuft. In der Realität gewinnt Achilles trotz benachteiligten Starts das Wettlaufen. So hat denn auch Max Weber, vorhin schon genannt, die unerwartete Entstehung vom Geist des Kapitalismus aus der kalvinistischen Ethik an einer Stelle mit paradoxalen Zusammenhängen bezeichnet. Oder auch mit Paradoxie der Wirkung gegenüber dem Wollen. Es ist also so, dass das eingetreten, das dem Erwarteten zuwiderläuft. Der Heidelberger Soziologe Max Weber exegiert, Wolfgang Schruchter umschreibt diese Paradoxie mit der, Zitat, unbeabsichtigten Folge absichtsvollen religiösen Handelns. Soweit alles einleuchtend. Auch die Parallelität zwischen der Logik und einem großen kulturellen und materiellen Vorgang im nordwestlichen Teil von Europa in der frühen Neuzeit. Aber jetzt kommt ein großes Aber. Hier müssen wir doch vorsichtig sein, denn Max Weber benutzt zur Charakterisierung vom Zusammenhang von kalvinistischer Ethik und dem Geist des Kapitalismus nebst dem Paradoxiebegriff einen frappierenden Ausdruck, nämlich Wahlverwandtschaften bzw. Verwandtschaft. Bereits an einer Stelle in der einleitenden Passage der berühmten Abhandlung fragt der große Religionssoziologe, ich zitiere, ob nicht der ganze Gegensatz zwischen Weltfremdheit, Askese und kirchlicher Frömmigkeit auf der einen Seite, Beteiligung am kapitalistischen Erwerbsleben auf der anderen Seite, geradezu in eine innere Verwandtschaft umzukehren sei. Zitat Ende. Und weiter, am Ende des ersten Kapitels fragt sich der Autor resümierend nochmals, ich zitiere, ob und in welchen Punkten bestimmte Wahlverwandtschaften, in Anführungszeichen, zwischen gewissen Formen des religiösen Glaubens und Berufsethik erkennbar sind. Zitat Ende. Wie hängt beides miteinander zusammen? Auf der einen Seite wird von der Paradoxie zwischen einer religiösen Haltung und Wirtschaftshandlung ausgegangen und sie auf den eher innewohnenden ursächlichen Zusammenhang hin abgeklopft. Auf der anderen Seite wird zwischen dem religiösen und außerreligiösen Leben so etwas wie Wahlverwandtschaften vermutet. Ein Begriff, den Weber zwar von Goethe übernommen, aber an keiner Stelle ausführlich erläutert hat. Natürlich kann man sich hier mit klugen Argumenten herausreden. Die Wahlverwandtschaften bestünden auf der Ebene der methodischen und kontrollierten Lebensführung, die sowohl im Puritanismus auf der Suche nach dem Seelenheil als auch im Kapitalismus auf der Suche nach dem Profit wichtig sei. Die Paradoxie ließe sich hingegen feststellen zwischen der auf die reine Innerlichkeit erpichten religiösen Frömmigkeit und dem Wirtschaftsbetrieb, der per Definition dem irdischen Leben zugewendet sei.
Das bringt uns aber nicht viel weiter. Denn um welches normative Prinzip es sich in unserem Projekt auch handeln mag, weder beim Prinzip der Chancengleichheit im Bildungsweg, noch bei dem der Selbstverwirklichung, noch bei dem der Verbesserung und Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung, noch bei der Geschlechtergleichheit kennen wir zwischen den nicht intendierten Folgewirkungen dem jeweils gegen den Widerstand durchgesetzten normativen Prinzip Wahlverwandtschaften spüren. Zwischen dem Prinzip der besseren Partizipation am produzierten Profit, dem Absturz der unteren Schicht ins gesellschaftliche Abseits, zwischen dem Prinzip der Chancengleichheit in der Schule und dem Fortleben, ja manchmal der Intensivierung der bereits existierenden bildungsorientierten sozialen Hierarchie, können wir kaum etwas spüren, das an die Wahlverwandtschaften im Sinne Webers erinnert. Jetzt müssen wir es zugeben. Mit der vermuteten Parallelität unseres Projekts zum Ansatz von Max Weber ist es doch nicht so weit her. Bei Weber hat es sich ohnehin nicht um ein normatives Prinzip gehandelt. Die Suche nach dem Seelenheil war keineswegs ein normatives Prinzip, eher eine egomanische Blickeinengung. Aber aus dieser terminologischen Schwierigkeit mit Paradoxie und Wahlverwandtschaften können wir doch eines erkennen, nämlich Folgendes. Während es sich bei Weber um Verhältnisse von Wahlverwandtschaften bzw. Paradoxien handelt, die über die Demarkationslinie zwischen zwei unterschiedlichen Feldern, nämlich Religion und Wirtschaft, hinauswirkten, sind die Vorgänge, die uns mit unseren geschärften Augen für die normative Paradoxien der Gegenwart auffallen, eigentlich soziale Vorgänge, die innerhalb eines sozialen Feldes passieren, sei es in der Schule oder innerhalb der Paarbeziehung oder aber bezüglich der sozialen Hierarchie. Das ist ein wichtiger Unterschied. Eines der großen Beispiele, das mir hier in den Sinn kommt, ist die Kritik von Carl Schmitt an einem normativen, damals endlich völkerrechtlich anerkannten Prinzip, nämlich an dem der Rechtswidrigkeit des Krieges. Den Namen Schmitt nenne ich zwar widerwillig, man muss sich aber mit seiner Kritik an dem Bestreben, den Krieg abzuschaffen, auseinandersetzen. Mit dem Wegfall der westfälischen Friedensordnung, mit dem damit eingetretenen Aberkennen des völkerrechtlichen Kriegsrechts fällt auch, so sein Argument, die gegenseitige Anerkennung der kriegführenden Parteien weg. Somit wird der Gegner als Unmensch erklärt, dämonisiert. Somit kennt der Krieg nicht nur völkerrechtlich vereinbarte Kontrolle der Gewalt. Die Hegung des Kriegs fällt weg. Der Krieg wird also totalitär, eine nicht intendierte Folge einer normativ fundierten Humanitätsidee. Dieses ein bisschen akrobatische Argument von Schmitt führe ich als Beispiel deswegen an, weil ich damit einen Unterschied anmelden möchte, der zwischen nicht intendiert und nicht voraussehbar besteht. Obwohl Schmitt seine Beobachtung der Entwicklung des Kriegs in den totalen Krieg in dieser Deutlichkeit erst nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert hat, hat er bereits in den 20er Jahren sowieso ein radikaler Gegner des Völkerbundes diese endlose Barbarei im Krieg zumindest vorausgeahnt. Bei dem Abschluss von Kellogg-Briand, dieser Nicht-Kriegspakt, ist aber von keinem der Vertragspartner der totale Krieg intendiert gewesen. Er war aber voraussehbar. Also der Eintritt vom Nicht-Intendierten ist doch manchmal voraussehbar. Oder erahnbar zumindest. Wir können heute sagen, die damaligen Vertreter der Idee des Völkerbundes hatten teilweise die von Schmitt suffisant vorgetragene Entwicklung vorausahnen können und nach zusätzlichen Möglichkeiten der Friedenssicherung sondieren sollen. Für einzelne gewerbetreibende Anhänger des Calvinismus wäre es hingegen sicherlich eine Zumutung zu sagen, dass sie die kapitalistische Entwicklung hätte voraussagen sollen oder können. Gleichwohl haben einzelne religiöse Schriftsteller und Gemeindeführer, wie sie Weber selbst an einigen Stellen zitierte, durchaus vorausgeahnt, dass der akkumulierte Reichtum aufgrund der starken Spannung zwischen der religiösen Frömmigkeit und der säkularen Genussmöglichkeit und infolge der damit verbundenen diversen Kompromissmöglichkeiten ihre religiöse Grundlage unterminieren würde.
Aber die ganze Entwicklung war zumindest aus der Perspektive der einzelnen Calvinisten weder intendiert noch voraussehbar. Wir stellen also nochmals fest, dass nicht intendierte und zugleich nicht voraussehbare Wirkungen, wie wir sie bei Max Weber kennenlernten, erst über die Grenzen der ausdifferenzierten Sphäre hinweg einsetzten. Deshalb wie Paradoxie erscheinen, obwohl sie ihr Aufkommen der Wahlverwandtschaften verdanken. Es handelt sich also um transsektorale Wirkungen, die aus den Wahlverwandtschaften bestehen, herrühren. Dagegen können innerhalb einer Sphäre, eines sozialen Feldes oder, wenn man will, eines Sektors, wie im Erziehungswesen oder Wirtschaftssektor oder in der Familie, infolge einer normativ orientierten Reform zwar nicht intendierte Wirkungen eintreten, wie sie Karl Schmitt auf dem Bereich des Völkerrechts beschrieb. Aber die meisten von diesen Wirkungen hätte man voraussehen können, viele haben sie vorausgesehen. Uns beschäftigt also ein Set von unerwünschten Wirkungen, die zwar nicht intendiert waren, die aber vielleicht doch hätten vorausgesehen werden können. Wirkungen, die ohne transsektorale Wahlverwandtschaften eingetreten sind. Zur Voraussagbarkeit noch ein Beispiel. Bei dem inzwischen drei Dekaden dauernden unaufhaltsamen Prozess, in dem sich das neoliberale Prinzip einer nicht reglementierten Marktfreiheit, für die Anhänger dieser Doktrin hat dieses Prinzip den Nimbus einer Norm durchgesetzt hat, konnten viele, nicht nur Soziologen und Ökonomen, sondern einfache Bürger, negative Folgewirkungen relativ klar voraussehen, von denen einige sogar aus der Perspektive der Nutznießer dieser Doktrin auch nicht akzeptabel sind. Natürlich ist diese Wirtschaftspolitik nicht normenorientiert. Insofern interessiert uns das nicht so sehr. Dennoch kann dieser ganze inzwischen gut erforschte Vorgang zusammen mit der ätzenden Bemerkung von Karl Schmitt ein Modell liefern für die Voraussehbarkeit oder zumindest Vorausahnbarkeit. Relativ klar voraussagbar waren zum Beispiel Folgewirkungen der Reform im Erziehungswesen. Dieses Beispiel der Reform der Bildungswege möchte ich kurz vorstellen, und zwar anhand der Nachkriegsreform des Erziehungssystems in Japan, aus dem ich komme. Nach dem Krieg hat die amerikanische Besatzungsmacht das in Anlehnung an das kontinentaleuropäische Modell aufgebaute Schulwesen in Japan komplett mit dem amerikanischen Modell abgelöst. In Deutschland blieb das dreigegliederte System bis zu den späten 60er Jahren kaum in Frage gestellt. Großgeschrieben war dagegen in Japan die Egalisierung der Schule mit dem Ziel einer schichten- und besitzunabhängigen Chancengleichheit. Die in Europa ähnliche Gliederung wurde abgeschafft. Das hat zur Freisetzung des kulturellen und intellektuellen Potenzials der Nation beträchtlich beigetragen. Im Laufe der Jahrzehnte ist dennoch das eingetreten, was gar nicht intendiert war, bevor allerdings schon vom Anfang an vielerorts gewarnt wurde. Die stillschweigende Staffelung und Hierarchisierung der Schule und harte Konkurrenzen um den Platz an einer besseren Schule. Vielfältige Unterschiede in Leistung und folglich in Reputation, in Ansehen unter den Schulen gleichen Status sind Normalität geworden. Wegen der Konkurrenz um den Eintritt in eine bessere Schule sind überall Prep-Schulen entstanden, von denen einige landesweit arbeitende kapitalistische Großunternehmen geworden sind. Das Stichwort Examenshöhe ist international bekannt. Ein harter Marathonlauf um die Zielgerade von einem Studienplatz an den Elite-Universitäten prägt den Alltag von den vielen an diesem Selektionskampf beteiligten Schülern. Eine der besorgniserregenden Folgen ist ein Abrutschen leistungsschwacher Kinder, von denen sehr viele aus der unteren Schicht stammen, in eine Aussichtslosigkeit. Damit wird die klassische Gliederung de facto rehabilitiert, wieder eingeführt, vielleicht mit mehr Problemen als früher. Der Grund ist theoretisch relativ einfach. Die kaum vollzogene relative Entkoppelung vom Beschäftigungs- und Bildungssystem. Die Tatsache, dass die Reform zur industriellen Mobilisierung der Nation verfolgen hatte, hat faktisch eine neue Schichtendifferenzierung und somit eine Neoliberalisierung im Bildungswesen vorangebracht, unter dem Deckmantel der nominellen Gleichheit. Vielleicht hat hier in Deutschland das konservative Geschrei über die sozialistische Einheitsschule zwar die Demokratisierung verhindert,
gleichzeitig aber eine bremsende Funktion gegen die Neoliberalisierung im Schulwesen gehabt. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber das suffisante und triumphale Schmunzeln der konservativen Elite ist hier fair am Platz. An dem Umschlagen der gut gemeinten Demokratisierung in dem brutalen Verdrängungskampf, den kein Erzieher gutheißen würde, ist die Nachkriegsreform selber nicht schuld. Auch nicht das normative Prinzip der Chancengleichheit, die diese Reform geleitet hat. Schuld daran ist, dass bei aller Warnung gegen die sich immer wieder intensivierende Verflechtung vom Beschäftigungs- und Bildungswesen kaum etwas unternommen wurde. Was im Fall vom Protestantismus-Kapitalismus-Komplex stattfand, war eine aufgrund von Wahlverwandtschaften ausgelöste, doch paradoxale, also nicht intendierte, transsektorale Auswirkung eines religiösen Prinzips auf den Wirtschaftssektor. Was hingegen hier im Fall einer Erziehungsreform an normativer Paradoxie stattfand und weiter stattfindet, ist Eindringen von Macht- und Geldprinzip in den Sektor einer an der Demokratie orientierten Erziehung. Hier kennt man die klassische Formulierung von Jürgen Habermas von der Kolonialisierung der Lebenswelt durch ökonomische Systemimperative verwenden. Ähnliches würde auch für andere Themenbereiche gelten, wie der Eintritt des klassischen Rollenmodells in Paarbeziehungen oder negative Qualifizierung der aufsteigenden ausländischen Mitbürger durch Natives hier, sowie der Konformismus im Streben der autonomen Selbstverwirklichung. Wenn wir inzwischen nach so vielen Enttäuschungen wissen, dass jede Realisierung von Reform, jede Durchsetzung eines Lösungsvorschlags doch neue, nicht intendierte, aber in groben Zügen doch voraussehbare Probleme mit sich bringen, so weitgehend nicht deshalb, weil das zugrunde liegende normative Prinzip etwa falsch gewählt oder angewendet wurde, sondern weil die Interessen aller Alten mit einwirkten oder sich einmischten. Und das sollte voraussehbar sein. Vielleicht nicht so konkret und genau wie die fatalen Effekte der neoliberalen Politik, aber bei behutsamer Überlegung ließe sich doch prinzipielle Problemlage auch zumindest das Aufkommen von normativ nicht vertretbaren Vorgängen mit in Betracht ziehen. Das heißt doch, Verhinderung von paradoxalen Wirkungen ist möglich. Fatalismus ist hier nicht gefragt. Am Ende stellt sich aber doch die Frage, ob es bei einer normativ orientierten Reform wirklich Paradoxien gibt, die nicht nur nicht intendiert, sondern in keiner Weise vorauszusehen waren. Zu diesen Kategorien zu zählen sind nur diejenigen Prinzipien, wenn es solche geben sollte, die sozusagen nach einer immanenten Logik in ihr Gegenteil umschlagen könnte. Das Konzept der Dialektik der Aufklärung ging ja von dieser intuitiven Unterstellung aus, und zwar aus der Retrospektive einer negativen Geschichtsphilosophie. Die Normen, die nur für Individuen gelten, wie Meinungsfreiheit, Rechtsgleichheit, Recht auf die persönliche Integrität, gehören wohl nicht zu diesen Kategorien von Prinzipien, die nach immanenter Logik ins Gegenteil umschlagen würden. Aber vielleicht gibt es solche Normen. Es gibt schon Theoretiker, die in der Manier von Michel Foucault in jedem Inklusionsversuch eine reale Exklusion von der Minoritäten als normengeleitete Paradoxie sehen. Darüber ein bisschen müssen wir noch diskutieren. Mich interessiert aber am Ende eine ganz andere Paradoxie, die zum Beispiel Pierre Bourdieu, französischer Soziologe, in seiner soziologischen Selbstbeschreibung versucht hat zu bewältigen, was aber sein Freund Didier Eribon in seiner ebenfalls anthropologischen Analyse, autobiografischen Analyse seines intellektuellen Weltgangs als völlig unzureichend fand. Es geht nämlich um eine Paradoxie, die ein Intellektueller wie Pierre Bourdieu verkörpert. Wenn er aus der unteren Schicht in Frankreich aufsteigt, um gegen die eben geltenden Spielregeln der kulturell mächtigen Bourgeoisie zu kämpfen. Dazu musste er auch müpfig sein und zugleich sich anpassen, so paradox es auch klingen mag. Dazu fragt Eribon, ich zitiere die Autobiografie von Bourdieu in Frage stellend, beschreibt er nämlich Bourdieu auch nicht als jemanden, der paradoxerweise an eine ihm so verhasste Welt angepasst ist. Zitat Ende.
auf sich selbst angewendet, geht Eribon auf seine eigene Erfahrung ein, dass er nämlich durch seine Vertiefung in den Text von Karl Marx sich selbst von der Realität vom Arbeiterviertel in einer französischen Provinzstadt entfernt hat, in dem er selber aufgewachsen ist. Und eben mit dieser Marx-Lektüre wächst er in den feinen Zirkel der Pariser Intellektuellen hinein. Eribon thematisiert damit die Paradoxie, die in der kommunistisch gefärbten Arbeiterschaft in Frankreich stattfand und jetzt noch intensiver stattzufinden scheint, nämlich der Rechtsrutsch der Arbeiterschaft. Aber diese ganze wichtige Paradoxie ist wohl nicht die normative Paradoxie, sondern eine andere Art von Paradoxie, mit der wir uns auch doch auseinandersetzen müssen. Vielen Dank.